Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Meine Meinung zu. Der Titel ist noch in Arbeit, aber momentan funktioniert er. Heute sprechen wir, wie ihr sicher schon gesehen habt, über Ruby Grim Eclipse. Ja, Ruby Grim Eclipse. Für die hier sind in der Hoffnung zu hören, wie ich das Spiel anpreise, ihr könnt gleich wieder gehen, denn ich habe 5 positive Sachen und 17 negative Sachen auf meiner Liste. Man weiß vielleicht inzwischen, dass ich ein ziemlich großer Fan von der Serie bin, auf der das Spiel basiert, deswegen glaub mir, es freut mich nicht, das Spiel gleich zu bashen. Und ich würde sagen, wir fangen einmal kurz an mit einer kurzen Übersicht darüber, was das Spiel überhaupt ist. Ruby Grim Eclipse ist ein 4-Spieler Hack'n'Slay, ein 4-Spieler Koop Hack'n'Slay. Gemacht von Rooster Teeth selber, dieselbe Firma, die auch die Serie produziert, auf der das Spiel basiert. Und das Spiel nimmt laut der eigenen Beschreibung Inspiration von Spielen wie Dynasty Warriors. Dazu werde ich auch noch was sagen, aber fangen wir erstmal mit den paar positiven Dingen an, die das Spiel hat. Das Spiel hat dieselben Voice Actor für alle Charaktere und ihr merkt schon, ich bin sehr verzweifelt, wenn das einer der positiven Punkte ist, aber es ist nichtsdestotrotz durchaus was Positives. Es sind dieselben Voice Actor, welche auch die Hauptcharaktere, beziehungsweise welche auch die Charaktere in der Serie sprechen. Und sie machen einen guten Job. Die Performance ist auf derselben Stufe wie in der Serie und darüber kann man sich definitiv nicht beschweren. Außerdem sieht das Spiel wirklich gut aus. Es sieht wirklich aus wie die Serie, was eine ziemlich gute Sache ist. Der Grafikstil ist sehr, sehr ähnlich. Ich meine, zu Beginn hatten sie sogar die Models aus der, also die Charaktermodelle aus der Serie genommen für das Spiel. Haben sie dann später geändert, weil es wohl zu schwer war, mit ihnen richtig zu arbeiten, aber daran merkt man schon, dass sie sich sehr viel Mühe damit gegeben haben, das Spiel so nah wie möglich an die Serie herankommen zu lassen, vom optischen her. Die Gebiete, durch die man spielt, sind zum Teil aus der Serie genommen und ab der Hälfte ungefähr sind es dann, beziehungsweise sind ungefähr zur Hälfte aus der Serie und zur Hälfte original. Dass die originalen Gebiete mehr so nicht so toll sind, ist eine ganz andere Geschichte, aber sie versuchen mit dem Spiel zumindest das Universum, das Ruby-Universum, ein bisschen zu erweitern, was ich durchaus mag. Denn das Spiel bietet sich dafür theoretisch sehr gut an. Die Musik ist in Ordnung in dem Spiel. Viele der Tracks, ich glaube, das sind nicht mehr besonders viele, die das Spiel überhaupt hat, aber die sind tatsächlich direkt aus der Serie genommen. Unter anderem die Songs Caffeine und Red Like Roses Part 2, wenn ich mich nicht täusche. Und wenn die spielen, in den Kämpfen, ist es wirklich cool. Die Songs sind schnell, die haben Power. Die eigenen Tracks, die das Spiel hat, sind in Ordnung. Die spielen meistens halt zwischen den Kämpfen. Und ja, sie sind ruhig, sie sind entspannt, aber sie klingen halt echt generisch. Und der letzte Punkt, der finale Bosskampf ist ganz cool. Das war's leider auch schon mit dem Positiven. Und ich habe sogar schon ein paar negative Punkte eingeworfen, die hier drauf waren. Was schon mal ganz praktisch ist. Wie die Musik, die halt zum Teil ziemlich meh ist. Also, kommen wir zum Negativen. Und wo fange ich an? Ich würde sagen, am ehesten beim Gameplay. Holy shit! Ist das Gameplay langweilig. Was sehr merkwürdig ist bei einem Spiel, das angeblich von, Dynasty Warriors inspiriert ist. Das Problem ist, dass das Gameplay sich nicht besonders, das sind ganz viele Bausteine, die nicht richtig aufeinander aufbauen können. Man hat das Gefühl, sie haben sich einfach von zu vielen Dingen inspirieren lassen. Die Gegner können blocken, was aber für ein Spiel, das sehr an Dynasty Warriors angelehnt ist, wo du einfach riesige Mengen an Gegnern umhauen sollst, nicht besonders von Vorteil ist. Wenn man da steht, einfach diese Horde von, die Monster heißen Grimm, ich werde sie in Zukunft Grimm nennen, nur dass ihr Bescheid wisst, für die Serie nicht kennen und sich vielleicht das Spiel mal angucken wollten. Wenn man sich da durchkämpfen soll, ist es unglaublich nervig, wenn auf einmal 3 Stück rumstehen und einfach blocken und man warten muss, bis sie einen angreifen, damit man sie dann countern kann und dann kann man ihnen Schaden machen. Dazu kommt das Kampfsystem, das Kombosystem, wie auch immer,
ist an sich keine schlechte, keine sch nicht schlecht in der Theorie. Ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich mich hier ausdrücke. Ihr habt Light und Heavy Attacks. Mit dem Xbox-Controller, von dem gehe ich jetzt aus, macht ihr mit X Light Attacks, mit Y Heavy Attacks und die könnt ihr miteinander kombinieren. Ihr könnt, glaube ich, Light Heavy, Light Light Heavy und Light 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 Heavy machen. Also im Grunde könnt ihr immer eine Combo machen, die ihr dann mit einer Heavy Attack abschließt. Das Problem ist bloß, dass bei diesen Combos nur eine für gewöhnlich AOE ist, was bei einem Spiel, in dem es darum geht, so viele Gegner wie möglich umzuhauen, nicht viel Sinn ergibt. Mal abgesehen davon, dass ihr mit den meisten Charakteren eh nur eine Combo benutzt. Ich habe jetzt als Yang das Spiel durchgespielt mit ein paar anderen Leuten und ich habe 90% der Zeit XY gedrückt. Einfach XY. Das ist eine schnelle Combo, die viel Schaden macht. Und tut mir leid, aber so sollte kein Hack and Slash funktionieren. Nicht mit einer Zwei-Tasten-Kombi. Dazu kommt, wie gesagt, dass das Gameplay unglaublich repetitiv ist, denn ihr macht, bis auf in einer Mission, nichts anderes als Gegner zu töten. Ihr kommt in ein Gebiet, tötet da Gegner, damit sich eine für gewöhnlich unsichtbare Wand auflöst. Geht in das nächste Gebiet, tötet da Gegner, damit sich die Wand auflöst, geht in das nächste Gebiet. Zwischendurch gibt es dann mal Dinge, die ihr beschützen müsst. Irgendein Punkt, der da rumsteht, von wegen, ja, pass auf, dass die Viecher das nicht kaputt machen. Aber selbst da, tötet die Gegner, die nächste Welle spawnt, ihr tötet die Gegner, die nächste Welle spawnt, ihr tötet die Gegner und ratet mal richtig, die nächste Welle spawnt. Wäre an sich nicht mal schlecht, wenn, wie gesagt, das Kampfsystem nicht so unglaublich eintönig wäre. Selbst die Gegner sind nicht besonders interessant. Es gibt, wenn ich den letzten Boss nicht mitzähle, 5 oder 6 Gegnerarten? Was wirklich nicht viel ist für das, was das Spiel versucht. Das ist halt diese geringe Gegneranzahl und das merkwürdige Kampfsystem. Dadurch fühlt das Spiel sich halt so eintönig an. Jeder Charakter hat außerdem noch einen mega AOE-Superangriff. Theoretisch. Den füllt man auf, indem man kämpft. Dadurch füllt sich die Leiste auf, dann drückt man eine Tastenkombination und irgendein AOE-Angriff startet. Das Problem ist bloß, dass dieser Angriff unglaublich nutzlos ist, bis ihr ihn mindestens einmal aufgelevelt habt. Denn ja, das Spiel hat auch ein Leveling-System. Während ihr die Kampagne durchspielt, könnt ihr Level-Ups bekommen und dadurch euren Charakter auf verschiedene Arten und Weisen aufbessern. Es gibt 3 Fähigkeitstrees, die jeder Charakter hat, wo ihr jeweils eine Fähigkeit verbessern könnt. Und es gibt eine Reihe an generischen, von wegen, du hast mehr HP, du kannst andere schneller wiederbeleben, die so ziemlich jeder hat. Jeder der 4 Charaktere. Das Problem ist bloß, wenn ihr euren komischen AOE-Angriff nicht levelt, ist der absolut nutzlos. Nicht nur, weil er kaum Schaden macht, sondern auch, weil der Kreis, in dem er Schaden macht, viel zu klein ist. Es ist einfach Game Design, wo doch selbst jemand, der noch nie ein Game gemacht hat, und das ist auch so ein Argument, oh, ja, aber das Team, das das Spiel hergestellt hat, besteht nur aus 10 Leuten oder so, deswegen ist das zu entschuldigen. Nein, es gibt weit kleinere Entwicklerteams, die weit bessere Spiele gemacht haben. Toby Fox hat ganz alleine, also fast ganz alleine, ich glaube, er hatte Hilfe bei bisschen was von dem Character Design oder so, aber er hat so ziemlich ganz alleine Undertale gemacht. Der Typ, der sich Pixel nennt, dessen vollen Namen ich leider nicht kenne, hat ganz alleine Cave Story gemacht. Der Entwickler von Dust and Elysian Tale hatte ein bisschen Hilfe bei der Story und natürlich bei dem Voice Acting, hat aber abgesehen davon das gesamte Spiel alleine gemacht. Auch Stardew Valley wurde von einer Person entwickelt. Und das sind alles wunderbare Spiele, deswegen hasse ich dieses Argument, ja, die waren ja so wenig Leute, 10 Leute sind nicht wenig. Für ein Spiel. Klar, es sind keine AAA-Ausmaße, wo 100 Leute an einem Spiel arbeiten können, aber 10 ist jetzt nicht das kleinste Team. Ich glaube, nicht mal Shovel Knight wurde von 10 Leuten entwickelt. Das Problem ist einfach, dass dieses Spiel gerusht wurde. Und auch, dass es das erste Spiel ist, das die entwickelt haben, ist keine Entschuldigung. Wie gesagt, Toby Fox, der Entwickler von Undertale, das Einzige, was er davor an einem Spiel entwickelt hat, war der Earthbound-Hack, den er mal gemacht hat als in seiner Jugendzeit. Auch der Entwickler von Dust in Elysian Tale
hat noch nie vorher im Game Design gearbeitet. Das Problem ist einfach, dass dieses Spiel gerusht wurde. Das war ziemlich schnell eindeutig. Ich glaube, es kam im Dezember letzten... Doch, ziemlich sicher, dass es Dezember letzten Jahres, also 2015, in Early Access kam. Und es kam jetzt Anfang des Monats vor fast genau 3 Wochen, zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, das ist Mittwoch, der 28.07., kam es dann offiziell raus. Zum Preis von 25 Euro übrigens, was eine absolute Beleidigung ist. Ganz ehrlich, für die 25 Euro, das ist das Spiel nicht wert. Es ist die 10 Euro wert, die ich dafür ausgegeben habe, ja, aber auch nur, weil ich ein Fan der Serie bin. Aber das ist was fürs Fazit, da komme ich später nochmal zu. Das Spiel wurde einfach gerusht. Und das ist ziemlich traurig, denn ich bin der Meinung, dass das Spiel viel Potenzial hatte. Und dass da viel mehr draus hätte gemacht werden können. Denn Ruby ist eine Serie, die sich einfach dafür anbietet. Für ein Spiel dieser Art. Ich meine, es geht um 4 junge Frauen, die in einer Welt leben, in der Jugendliche zu Kriegern ausgebildet werden, um die Menschheit vor Kreaturen zu beschützen, die aus negativen Emotionen bestehen, wenn ihr so wollt. Es klingt weit schlechter, als es tatsächlich ist, für die, die die Serie nicht kennen. Aber ich meine, schaut es euch doch einfach an. Selbst die Charaktere sehen cool aus. Die Waffen, die sie benutzen. Da haben wir eine riesige Sense, die gleichzeitig eine Sniper-Rifle ist. Wir haben Shotgun-Gauntlets. Wir haben ein Katana, Pistolen, Peitschen, Cleaver Hybrid und ein fucking Degen, heißt das Ding Degen auf Deutsch, das Eis schießen kann. Wie kann man daraus kein vernünftiges Hack'n'Slay machen? Wird gerade klar, dass das Video hier viel mehr zu einem Rant wird als zu einem anderen, aber holy shit, es tut gut, das endlich mal zu sagen. Und wo ich schon dabei war, alle diese Waffen sind auch Fernkampfwaffen, die Serie hat so ein Motto, das nennt sich It's also a gun, denn es gibt unter anderem eine Kaffeekanne, die zu einem Flammenwerfer wird in der Serie, von daher, ne? Das Problem ist bloß, dass keine der Fernkampfmöglichkeiten was bringen, weil die alle viel zu wenig Schaden machen. Als das Spiel recht früh nach dem Gehirn, bitte arbeite mit mir, auch wenn ich angepisst bin. Ziemlich nach dem Release gab es 2 Charaktere, Yang und Blake, deren Fernkampfoptionen echt stark waren. Die haben sie dann einfach zu Tode genervt. Es gibt einen Gegnertyp. Bei dem Fernkampf theoretisch nützlich wäre. Das sind Gegner, die explodieren, sobald sie angegriffen wurden. Sie werden angegriffen, dann nach 1 oder 2 Sekunden explodieren sie und die Idee dahinter ist natürlich, entweder du hittest sie im Nahkampf und rollst dann weg, oder du schießt auf sie aus der Ferne. Das Problem ist bloß, dass diese Gegner immer in Massen mit anderen Gegnern auftauchen, bei denen der Fernkampf nichts bringt. Und da der Fernkampf nicht AOE ist, außer bei einem der Charaktere, soweit ich weiß, ist es absolut nutzlos. Und ich schaue gerade, was ich noch auf meiner Liste stehen habe. Die Story. Auf der Steam-Seite steht was von wegen Engaging Storytelling and Missions. Nein, die Story ist ein absoluter Witz. Ihr bekommt den Hauptbösewicht des Spiels das erste Mal zu sehen bzw. zu hören, wenn ihr ungefähr 75% mit dem Spiel durch seid. 75-80%, sowas um den Dreh. Und er ist einfach Dr. Wily Robotnik. Dr. Wily Eggman. Es ist einfach... Die Story ist ein absoluter Witz. Es tut mir leid, aber... Wenn man bedenkt, dass die Autoren von dem Spiel Zugang hatten zu dem Hauptmaterial der Serie. Es ist von derselben Firma entwickelt worden. Verstehe ich nicht, wie sie es so verkacken konnten. Und das ist nicht mal das Schlimmste. Denn es ist nicht nur das Writing von der Story, das furchtbar ist, die Charaktere auch. Holy moly, werden die Charaktere schlecht dargestellt. Die 4 Charaktere, die momentan spielbar sind, Ruby, Weiss, Blake und Yang, von den 4 wird eigentlich nur Ruby wirklich vernünftig dargestellt. Weiss und Blake sind nur am Rumbitschen und Yang, ich bin jemand, der wirklich schlechte Wortspiele und Puns mag,
das ist auch der Grund, warum sie einer meiner Lieblingscharaktere ist, denn, zumindest mein absoluter Lieblingscharakter aus der Show, denn sie macht, glaube ich, ein oder zwei im Verlauf der Serie, aber es wird angedeutet, dass sie die halt öfter macht. Aber holy shit, wenn 90% von dem, was sie sagt, nur irgendwelche Puns sind, obwohl dieser Charakter aus mehr besteht, ist schon ein bisschen nervig. Ein ganz kleines bisschen. Und, oh, die Charaktere spielen sich auch noch alle gleich, das ist noch viel schlimmer. Sie haben in der Serie alle einen sehr einzigartigen Fighting-Style. Ruby ist verdammt schnell, dank ihrer Fähigkeit, sage ich jetzt mal, und hat eine riesige Sense, mit der sie halt nah rangeht und die Gegner versucht kaputt zu hauen, für gewöhnlich. Weiß benutzt, wenn du so willst, ein Äquivalent zu Magie, das ist jetzt schwer zu erklären für die, die die Serie nicht kennen. Blake ist so ziemlich der Assassin der Gruppe. Man könnte im Grunde sagen, Ruby ist ein Standard-DPS, Weiß ist ein Mage, Blake ist ein Assassin, Rogue, wie auch immer ihr es nennen wollt, und Yang ist der Tank. Yang ist einfach mit dem Kopf voraus in die Gegner reinrennen und auf sie eindreschen, bis sie umfallen. Auch wenn sie dabei selber Schaden nimmt. Also warum spielen sich in diesem Spiel alle Charaktere gleich? Es gibt nichts, was diese Charaktere voneinander unterscheiden lässt, weswegen das Spiel auch kein Replay-Value hat, was bei einem Spiel, bei der die Kampagne um bei 4 Stunden lang ist, ziemlich traurig ist. Das Spiel ist 4 Stunden lang und bietet einfach keinerlei Replay-Value. Ich meine, gut, wenn ihr schlecht seid, braucht ihr vielleicht 5 Stunden, aber das war's dann auch. Und ich sehe gerade, ich labere hier schon seit 17 Minuten oder so ins Mikro und habe mich im Grunde nur über dieses Spiel aufgeregt. Aber ja, wie gesagt, das Spiel ist einfach leider nicht gut. Wenn ihr die Serie nicht kennt, dann tut mir bitte den Gefallen und schaut die Serie. Gibt der Serie eine Chance. Ich weiß auch, dass die erste Staffel nicht besonders gut ist, weil es war die erste Staffel, die Animation ist zum Teil noch sehr fragwürdig. Es gibt momentan 3 Staffeln, die 4. kommt im Oktober raus. Schaut zumindest die ersten beiden. Beziehungsweise schaut zumindest die ersten 8 Folgen aus der ersten Staffel, denn spätestens die 8. Folge dürft ihr euch davon überzeugen, dass die Serie wirklich Potenzial hat. Ja, dann, was hatte ich noch gesagt, der Preis, ne? $25, 22 Euro oder so? Tut es nicht. Holt es euch, wenn es mal wieder im Sale ist, für mindestens 50% reduziert, denn mehr als 10 Euro sollte niemand für dieses Spiel ausgeben. Nein, wartet bis zum nächsten Steam-Sale, der ist wahrscheinlich sowieso wieder in 5 Tagen, weil Steam andauernd irgendwelche Sales hat. Und holt euch das Spiel dann, wenn ihr es unbedingt haben wollt. Nur seht es bitte nicht als Einstieg in das Ruby-Universum. Denn das ist wie wenn ihr Leuten Green Lantern präsentieren wollt und ihr zeigt ihnen den Green Lantern-Film. Das macht man nicht, weil der Film ist furchtbar und repräsentiert das Source Material einfach nicht gut. Und wenn ich mir dann überlege, dass das Spiel ursprünglich ein Fangame war, das von einer Person entwickelt wurde und das Rooster Teeth dann übernommen hat, und ich weiß nicht, ob man sagen kann, sie haben es kaputt gemacht, denn ich habe das Original-Fangame, den Prototypen, damals nie gespielt, wobei von dem, was ich gehört habe, war der Prototyp wohl vom Combat her spaßiger als das jetzige Spiel, was sehr traurig ist. Aber ja, wenn man das bedenkt, dann habe ich schon Angst, was das für die Zukunft von Rooster Teeth's Game bedeuten könnte, denn ich weiß, dass sie an mehr Spielen arbeiten, dass sie mehr rausbringen wollen, das haben sie selber gesagt. Sie haben extra eine Rooster Teeth Game Division aufgemacht. Und es gibt momentan ein paar andere Fangames, die in Planung sind. Es gibt ein Streets of Rage inspiriertes Beat'em'up namens Streets of Vale, das momentan entwickelt wird. Es gibt ein Ruby-Brettspiel. Eins, das echt weit ausgearbeitet ist, dass der Entwickler mit zur Rooster Teeth Convention genommen und den Leuten das da gezeigt hat, den Produzenten, und die das unglaublich genial fanden. Ohne Scheiß, das Spiel sieht wirklich, wirklich gut aus. Es gibt ein Pokémon-Crossover-Game, an dem momentan gearbeitet wird und bei dem ich eventuell mithelfen werde, aber dazu weiß ich noch nicht viel.
Es gibt einen Fire Emblem 8 ROM-Hack, der momentan ein Level hat, an dem noch gearbeitet wird und das jetzt schon unglaublich gut aussieht. Es gibt ein fucking RPG Maker VX-Spiel, ein Fangame, das nicht mal besonders gut ist. Und ich hatte mit dem mehr Spaß als mit Grim Eclipse. Und wenn ein schlechtes RPG Maker-Spiel, was heißt schlecht, ein durchschnittliches RPG Maker-Spiel, ein Fangame, in dem ihr im Grunde einen Self-Insert-Protagonisten spielt, mehr Spaß macht als euer offizielles Game, dann tut's mir leid, aber dann habt ihr definitiv irgendwas versaut. So, und dieses Video geht schon mehr als viel zu lange, mit 21 Minuten. Wenn ihr dieses Video tatsächlich komplett gesehen habt, dann warum macht was Sinnvolleres mit eurem Leben, anstatt jemandem dabei zuzuhören, wie er sich 21 Minuten lang ohne Zusammenhänge über ein Spiel auskotzt. Aber gut, das war's von mir. Wenn euch das Video aus irgendeinem Grund gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, kommentieren und gut bewerten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö, tschö. We'll be right back.